Hallo und herzlich willkommen zu Deponia. Mal gucken, was uns das Spiel bringt. Wir spielen jetzt als erstes das Tutorial. Mir fällt schwer, mich mitzusummen. Ja. Wow, man sieht mal, ich habe schon eine ganze Menge gespielt schon, ne? Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach, komm schon. Dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Das ist Wenzel, mein Sidekick, die ewige Nummer 2. Du sollst mich doch ansprechen, nicht mich angucken. Wenn das so weitergeht, machst du noch das ganze Tutorial kaputt. War mit Absicht. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft. Und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal... Was möchtest du denn haben? Und mach doch, Freunde. Wie man jemanden anspricht. Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen, wie man ein Objekt ansieht? Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol? Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Mit dem Zungensymbol. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst. Okay, ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Kann nicht werden. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Das den Kommentaren? Es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Und jetzt greifen wir mal zu Pokey, da wir ja die Sonderforschung haben. Wir haben das, jetzt habe ich es vergessen. Diese Dreier-Collection, wo die Entwickler-Kommentare mit dabei sind.
Complete Journey. Ja. Da sind die Entwickler-Kommentare mit vorhanden. Ein freundliches Hussa und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Wir haben eine Edition eines unserer Spiele mit einem Entwickler-Kommentar veröffentlicht und du bist einer der stolzen Käufer und deswegen, ja, kann ich dir auch ein paar Sachen über unser Spiel erzählen. Und zwar in diesem Falle ist es Deponia, der erste Teil der gleichnamigen Trilogie. Und da du die Version mit dem Entwicklerkommentar hast, hast du natürlich auch gleich die nächsten beiden Teile gleich mitgekauft. Das war ein sehr schlauer Zug von dir. Bevor wir aber richtig loslegen, kriegst du hier etwas ganz Besonderes, und zwar ein kleines Tutorial. Ich bin mir sicher, du weißt ja wahrscheinlich, wie man ein Point-and-Click-Adventure spielt. Wenn du es nicht weißt, dann wirst du hier auf eine kurze und amüsante Art und Weise noch einmal in die grundlegenden Mechaniken eingeführt. Ich hoffe, es macht dir auch tatsächlich Spaß. Falls ich vergessen habe, mich vorzustellen, mein Name ist übrigens Poki oder Jan-Müller Michaelis, aber Poki, du kannst mich ruhig duzen, wenn du mich ansprichst. Du wirst mich im Laufe der Trilogie halt noch das ein oder andere Mal zu Gesicht bekommen, beziehungsweise mein Comic-alter Ego. Ich greife nämlich im Laufe des Spiels hin und wieder zur Gitarre und fasse die Ereignisse ein wenig zusammen mit einem weiteren fröhlichen Husser auf den Lippen. Und natürlich kannst du mich auch in fast jedem Raum wieder anklicken und dann erzähle ich dir etwas über die Produktion von Deponia, die ja tatsächlich über sehr viele Jahre angedauert hat. Nicht ganz so lange natürlich, wie ich hier spreche, aber fast genauso lange. Also, viel Spaß. Gut, dann beenden wir das Tutorial jetzt und dann sehen wir uns in der offiziellen Folge 1 von Deponia wieder. Rufus? Einen Tipp hätte ich dann noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken. Es gibt keine Abmoderation jetzt. Ach, ich liebe Tata.